ein russischer Panzer, mehrere Minenreihen. Wie dieses Video ausgeht, ist wenig verwunderlich. Der Russenpanzer vom Typ MT-LB steuert direkt auf das Minenfeld zu. Ein großer Feuerball hüllt den Panzer ein. Rauch steigt auf. Die Zerstörungskraft ist gewaltig. Doch trotz der immensen Sprengkraft der Mine, zumindest ein Besatzungsmitglied hat die Explosion überlebt. Nachdem sich der Rauch verzogen hat, zeigen Drohnenaufnahmen einen geschockten Soldaten. Kurz darauf läuft der Mann davon. Warum dieser Panzer auf die Mine gefahren ist, scheint rätselhaft. Die Panzerminen sind in diesem Fall gut sichtbar auf der Straße aufgereiht. Hatte der Panzerfahrer eine schlechte Sicht auf die Straße oder hat das Verhalten einen anderen Hintergrund?